Ein Tablet für nicht mal 100 Euro, das ist das Fire HD 6 von Amazon. Und was es so zu bieten hat, das gucken wir uns jetzt an. In dieser hübschen Verpackung befindet sich das Ganze und wir gucken mal rein, wenn wir das hier mal abziehen. So, lässt sich alles leicht öffnen und hier ist es dann auch schon das gute Stück. Ja, man merkt dann schon knapp 300 Gramm, das spürt man schon, das ist einiges an Gewicht. So, was haben wir hier? Eine Kurzanleitung, außerdem dann ein USB-Kabel und ein Ladegerät. So, das ist das hier. Das sieht ja auch interessant aus hier, ja? Hat wahrscheinlich irgendein Designer lange dran gearbeitet hier an diesem, ja, sehr, sehr hübschen Ladegerät. So, wir wollen mal gucken. Also, bei diesem Tablet handelt es sich ein Gerät, das Amazon ausdrücklich empfiehlt für Kinder, für Familien. Ja, das gibt es in unterschiedlichen Farben. Und ja, bei dem Preis von 100 Euro oder knapp 100 Euro ist es dann am Ende auch nicht so richtig schlimm, wenn damit mal was passiert. 8 GB Speicher übrigens. Die Variante mit 16 GB, die ist 20 Euro teurer. Und dieser Preis für 100 Euro, der gilt nur, wenn man akzeptiert, dass im Sperrbildschirm Angebote angezeigt werden von Amazon. Wenn man das nicht möchte, dann zahlt man 15 Euro mehr. So, jetzt gucken wir mal. Fire OS 4.0 als Betriebssystem da drauf, was aber basiert auf Android KitKat. Jetzt lädt er immer noch hoch. Hier an der Front können wir schon mal zeigen, hier eine VGA-Kamera, also relativ geringe Auflösung. Und auf der Rückseite übrigens eine 2-Megapixel-Kamera. Also ja, natürlich kann man da jetzt für diesen Preis von knapp 100 Euro keine Wunder erwarten. Ne? Das ist natürlich nicht so doll. So, jetzt ist die Einrichtung abgeschlossen und ich kann im Grunde loslegen. Die Auflösung des Bildschirms übrigens 1280x800 Bildpunkte. Ja, und dieses Fire OS ist eben optimiert auf Amazon. Ja, also ich kann einkaufen bei Amazon, ich kann Musik abspielen, ich kann Musik kaufen, ich kann Filme mir angucken. Ja, aber es gehen eben auch andere Sachen natürlich. Und ja, das ist also das Fire HD 6. Von der Haptik her macht das Gerät im Grunde ja einen Eindruck, der ganz okay ist. Also es ist natürlich kein Luxusgerät, kann man jetzt beim Preis von unter 100 Euro auch nicht erwarten. Ne? Also hier ist dieses Amazon-Logo, wenn man da so rüberfasst, es wirkt doch ein bisschen scharfkantig. Ne? Also ja, klar, da merkt man halt, okay, das kann man halt für 100 Euro nur erwarten, dass man dann so ein Gerät bekommt. Aber wenn man jetzt mal überlegt, okay, Hauptzielgruppe sind Kinder, ja, also ganz ehrlich, man hat hier nicht das Gefühl, dass das irgendwie jetzt schnell kaputt gehen würde. Ne? Wie schnell es aber dann tatsächlich kaputt geht, das würden wir uns dann im Test mal angucken.